Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Overwatch. Letzte Woche haben wir die Buns nicht angucken können, weil ich ja zu früh aufgenommen hatte und die noch gar nicht eingetrudelt sind, aber jetzt... Boah. Und hier kommen sie, die Grasdackel. Und jetzt fügen wir wieder neue Fälle hinzu, aber heute keine Spinbotter. Dankeschön. Das 2. Das ist natürlich eine Map, auf der gerne mal gerade ausgeguckt wird. Na also, sollen wir uns die Warm-Up-Runde angucken? Ich weiß nicht, ob die so aussagekräftig ist. Ich meine, gut, ja doch, können wir. Es ist ja immerhin hier schon drin, also gucken wir. Oh, er kriegt richtig auf die Fresse. Holy shit, der kriegt ja nur aufs Maul. Obwohl sein Crosshair-Placement und so ja gar nicht so übel ist. Ne? Also so von der Höhe her, da kennen wir ja ganz andere Kaliber. Das ist schon ganz... Sag mal, warum wurdest du reported? Willst du verlieren? Na, jetzt ist er AFK, okay, gut. Ich spule ein Stück, das ist irgendwie quakig hier, ja. Da kann man ja generell jede Runde, könnte man die Headshots drücken. So, fangen wir richtig an. Also, auch noch ein Tactical Timeout, was ist los? Ist noch alle da, hä? Er geht long und hat hier direkt einen Kontrahenten, da freue ich mich schon, ob er jetzt hier auch diese überkrassen... Ah, die kommen gar nicht. Ja, ja, doch, doch, da kommen sie. Okay, Standard von der Position aus würde ich sagen... Nach wie vor schönes Crosshair-Placement. Oh, er lädt nach. Jetzt? Also entweder ist er lebensmüde oder er weiß, dass die Gegner gerade nicht mehr da sind. Er checkt auch nicht hinter sich. Ich habe immer riesen Skrupel rauszugehen, weil ich immer Schiss habe, dass da links einer steht. Aber muss jetzt erstmal auch nicht viel heißen, okay. Er wusste, dass er da links ist, also musste er auch irgendwann zurückkommen. Ich würde sagen, noch nicht so ultra auffällig hier. Wir behalten auf jeden Fall mal sein gesamtes Skill-Repertoire im Blick. Also ich finde, sein Crosshair-Placement ist wirklich, wenn ich es mit den anderen Overwatches vergleiche, eine Milliarde mal besser als alles andere. Er ist richtig schön auf dem Kopf, also er eben von vornherein auf dem Kopf. Der war auch ziemlich satt, das sind solche... Und dann gehst du weg. Ich wollte gerade sagen, das sind solche Shots, die Larry auch gerne mal drückt, auch gerne zwei hintereinander, aber... Danach wegzugehen, stehen zu bleiben. Ja, wahrscheinlich haben sie irgendwas geschrieben und er antwortet, hä, oder sowas. Achso, der letzte war gesichtet auf B, oder wie? Ich habe jetzt eben nicht auf die Map geschaut, vielleicht habt ihr es gesehen. Als er fertig war mit den zwei auf Long, wurde vielleicht hier gecallt, dass da einer ist. Das ist der einzige Grund, warum er jetzt... Der einzige Grund, den ich sehe, warum er hätte wegrennen sollen. Weil, ja... Er checkt auch so mittelprächtig die Ecken. Mal gucken, wie... Okay. Also Die Shots, heftig. Richtig, richtig heftig. Er kommt mir jetzt aber auch wirklich ausnahmsweise mal vor wie jemand, der nicht komplett frisch ist, sondern jemand, der auch so ein bisschen den Plan hat von CS. Also zumindest so, wie er halt moved und aimt. Wir gucken mal, ob er Utility irgendwie am Usen ist. Er guckt ja auch nochmal ein bisschen da hoch. Das ist auch vollkommen nice, aber hier kommt ein B-Rush gerade angedampft. Ja, er schießt. Hat er den getroffen? Ich glaube nicht. Ja, okay. Gerade noch hinten erwischt am Schlawittchen den Gegner. Die Flash... Ich würde sagen, vom Timing her hat er sich gut weggeduckt. Die kam gerade drüber und dann hat er realisiert und sich dann weggedreht. Er smoked Tunnels ab. Das hätte ich in dem Fall auch gemacht. Flash hätte ich auch wahrscheinlich genauso geworfen. Einer ist auch Flash, der da on-site. Oh, Leute, das könnte echt jemand sein, der gar nicht so schlecht ist und vielleicht hier ins Overwatch reingezwitschert ist, oder? Weißt du, so ein Faced Level 10 im Titel? mal gucken. Der hat ihn angeschossen, darum hat er auch dahin geaimt. Jetzt ist er weg. Pass mal auf, close kommt einer. Jetzt will ich mal gucken, wie sich sein Fokus... Achso, aber auf Short ist auch einer. Ah, auf Short ist sein Mate, der den angesagt hat. Mist. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir dich, du Lurch. Aber auf Short war sein Kollege, der wahrscheinlich gesagt hat, die kommen an, Achtung! Ich würde sagen, noch ist es im Lot, auch wenn die Headshots sehr, sehr, sehr krass sind. Er steht bei 66% bei wie viel Kills? Bei 6 Kills, 66%. Das ist, würde ich sagen, im Rahmen... Pass mal auf, was er jetzt mit denen da unten macht. Oh. Ja, nice. Der versteckt sich. Der hat sich da links versteckt. Ah, der steppt. Den hört man steppen. Oh, ich habe übrigens den Ton ganz leise. Warte mal. Oh, da habe ich jetzt gerade blöd angehalten. Aber ich habe den Ton ganz, ganz leise noch von vorhin von der Aufnahme, dass ihr auch hört, was er hören kann und was ich hören kann. Wir gehen wieder hoch auf unsere üblichen, ich sag mal, 60%. Also der ist rechts auf jeden Fall gesteppt. Vielleicht war das sein Beweggrund, nach oben zu gehen. Aber wir gucken jetzt mal, wie er mit dem hier unten umgeht, mit dem Ostrich. Ostro, oh Gott, ist das laut. Holy moly. So, ich muss es wieder einen Ticken leiser machen. Ah, er wartet da oben weiterhin und wird aber geholt. Wird aber geholt. Also wir hatten nicht den Fokus von wegen, oh, der kommt hoch, ich sollte die Pistole ziehen, sondern er wird geklatscht.
Also mit ordentlich Goodwill und vielleicht auch ein bisschen Ahnung oder wie auch immer. Also wenn man weiß, was halt so geht, ne? Wenn ich, wie gesagt, Larry zugucke. Larry hat vor nicht allzu langer Zeit hier auf das 2 das krasseste Deagle-Headshot-Ace gemacht, das ich jemals gesehen habe. Es war ungefähr hier. Da unten stand da Larry, es hat sich meinen Kopf reingebrannt. Und hat dann irgendwie da angefangen und Stück für Stück alle Leute weggeklatscht, live. Wenn man weiß, was so geht, ne, auch wenn man sich so Profi-Gameplay und sowas anguckt, dann ist es schon machbar. Wie gesagt, er aimt ja auch wieder passend ab. Er schleicht. Würde ich jetzt hier schleichen? Oder schleicht er nur, weil er weiß, dass da einer steht? Lass kurz überlegen. Sie haben noch 1 Minute 17 Zeit, also sie sind schon im Spiel drin, ein gewisses Stück. Erwarte ich jetzt, dass da hinten einer steht? Wahrscheinlich. Wenn ich einen A-Rush angesagt bekomme, dann komme ich, also ich bin fast nie ganz hinten rum. Ich komme eigentlich nie von B ganz da hinten rum, sondern ich bin dann immer derjenige, der hier von Mitte so, hey, ich komme, mach hinten zu. Oder ich komme über Short. Da schleiche ich dann hier hinten. Ja, da ist jemand, okay, der ist ihm jetzt aufgefallen. Ne? Da hinten würde ich, glaube ich, also hier schleiche ich, spätestens hier, weil ich Schiss hätte, dass die mich hören. Ich würde jetzt hier in ein Ding reingucken. Ja, der Shot war aber auch, hat man den gehört? Ich glaube nicht. Der erste Shot, das Rausgehen und mit der Deagle schießen, das war ein bisschen komisch. Ich guck long, sehe nichts und gehe langsam weiter raus und guck, ob dann vielleicht auch einer unten beim Ding ist. Im Pit. Und er kam und hat so früh geschossen, also ich weiß nicht, aber da irgendwie was. Ja, den hat er auch erwartet. Okay, doch, nee, da ist, also Crosshair Place mit hin oder her, da ist auf jeden Fall was im Busch. Was macht er? Was sind denn das hier für Shots? Ja, okay, jetzt hat er, also das ist ja was ganz, das ist ja ein ganz anderer Mensch jetzt von einer Runde zur anderen. Schade. Also ich dachte, wir haben jetzt hier echt einen Gauner. Wenn das jetzt nicht gerade irgendwie ein Scout-Profi ist, dann stimmt da was nicht. Also die letzten beiden Scout-Shots, hat er überhaupt richtig gezielt? Er hat einfach nur und hat immer so hochgezogen. Nee. Das kaufe ich dir nicht ab, Alter. Den hat man nachladen gehört übrigens auf Short. Da wusste er, dass da einer stehen muss irgendwo, weil der seine AK ziemlich lautstark nachgeladen hat. Was macht er mit dem da oben? Drückt er dem jetzt auch so einen ganz frechen Shot? Ja, der ist doch da nicht drauf. Wenn der Feind eben hier stand, dann hat er so hier hingeaimt. Das macht er und geht direkt in seinen Kopf. Also bei den Shots, da stimmt was nicht. Und klar, wenn das mit drin ist, dann ist meistens auch Vision nicht weit entfernt oder umgekehrt. Natürlich könnt ihr trotzdem schreiben, was ihr von ihm haltet. Habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Wir können trotzdem die Frage stellen, ist es jemand, der eigentlich... Oder hätte man aber früher schießen können, der hat man ja sofort gesehen. Ist es jemand, der selbst nicht allzu schlecht ist und die Cheats dann nutzt, um halt noch krasser zu drücken? Weil wie gesagt, sein Crosshair Placement zum Beispiel und auch sein Playstyle so, war ganz angenehm. War jetzt nicht so grottig wie eben andere, die nur auf den Boden gucken die ganze Zeit und die Nades so merkwürdig schmeißen, so Hanebüchen schmeißen, dass sie sich immer nur selbst naden. Also erste Frage an euch, was hat er da an im Spiel jetzt? Und zweite Frage, war der an sich auch nicht schlecht? Oder ist es gar nicht so wild, ein gutes Crosshair-Placement zu haben? Ich habe ihm jetzt die Dinge gedrückt, die mir im Sinn waren und bin gespannt auf eure Kommentare. Da schreiben wir uns dann wieder. Ne? Also wer wissen will, was ich gedrückt habe oder wer eben selbst sagen möchte, was er gedrückt hat, einfach in den Kommentaren. Und wisst ihr, was Wunderschönes? Jetzt ist direkt der nächste Fall da. Könnte ein Spinballer sein, klar, aber ich musste jetzt überhaupt nicht warten, weil der andere Fall schön lang ging. Komm an meine Brust, Fall. Ich habe auch noch eine Frage an euch. Und zwar habe ich jetzt vor kurzem mit Forti eine Runde aufgenommen und wir haben uns dann im Nachhinein auch den Suspect in seiner richtigen Demo angeschaut. Und ich habe vor, so wie es Forti auch macht, die Sache nicht zu zensieren. Wie ist das für euch? Man sieht das Scoreboard dann richtig, mit den richtigen Namen und so weiter und so fort. Ah ja! Findet ihr das schlimm? Sagt ihr, hey, nee, macht das lieber alles blurry-berry? Oder sagt ihr, hey, ist doch egal. Also der hackt eh rein und der Account ist ja eh gebannt oder wird gebannt, da ist es eh Bums. Und abhängig von eurer Entscheidung bitte ich euch, dass wenn ich die Sache anzeige, also ihr das richtig seht, das Scoreboard und eben auch sein Profil seht, ich bitte euch, geht da nicht hin und labert irgendwas Dummes ins Ding oder sowas. Lasst ihn einfach in Ruhe, wir wollen keinen Shit verbreiten. Ich weiß, wahrscheinlich denkt ihr euch, was macht er sich für Gedanken, aber ich habe halt keinen Bock, dass irgendwelche Leute, auch wenn sie reinschieten, belästigt werden. Ne, das will ich nicht. Wir hoffen mal ganz feste, dass es noch mal einer ist, der ganz cool ist. Zumindest am Anfang. Ist ja nicht schlimm, wenn die am Ende dann irgendeinen Shotter machen, aber von Anfang an Spinner ist halt dumm. Achso, und noch kurz zu den Buns von vorhin, die ich euch gezeigt habe. Da war jeder Suspect dabei, sowie der eine aus dem Einzelfall, den wir hatten auf Nuke, der auch weggebannt ist. Und ja, das war's. Genau. Und halt noch ein, zwei Leute darüber hinaus, die eben auch reingetütet haben. Ich gucke ja immer alle durch, also alle 10 Leute. Ja, warte mal, hier ist doch irgendwas kaputt bei mir. Warte, das muss an mir liegen. Stopp mal. Warte mal. Jetzt gehe ich zum Testen in den Deathmatch und es ist fertig. Ja. Also bei mir schießt ja alles normal. Ich habe jetzt auch einmal neu gestartet, also es liegt an der Demo irgendwie. Es ist die Demo halt, die dann defekt ist. Wir spulen uns wieder dahin, wo wir eben waren. Ich glaube circa hier. So, er macht den einen ganz dreckig weg, den zweiten auch und den dritten.
den er komischerweise irgendwie nicht richtig sieht. Es ist so irritierend mit der Waffe, ne? Hier hat sogar dann ein Frame gefehlt. Oder naja, nicht nur einer, da haben einige Frames gefehlt von dem Kill. Okay. Er geht jetzt auf B. Ja, es ist immer noch laggy. Das ist doch ganz merkwürdig. Ja. Okay, ja. Also, da würde ich sagen, liegt auch ein kleiner, aber feiner Aim-Helferich vor. Ja, so wie eben Other. Ich meine, Vision. Er sieht den ja durch die Wand und verfolgt ihn. Also müssen wir auch nicht weiter gucken. Jetzt haben wir immerhin zwei ganz gute Fälle gehabt. Auf was soll's. Schon mal tausendmal besser als letztes Mal mit den Only-Spin-Bottern. Das war ein bisschen eklig. Also ich verspreche es euch, dass ich in Zukunft die ganze Sache so angehen werde, dass ich mindestens einen Fall habe, der ansehnlich ist. Vor allem, auf den ich auch einen Titel auslegen kann. Also wenn ich halt nur Fälle habe, wo sie sich reindrehen, da kann ich auch nichts machen. Das ist für euch kein Genuss beim Zugucken und für mich kein Genuss beim Gucken und Editieren. Also das ist Quatsch. Also ich gucke, dass ich immer mindestens einen guten Fall habe und alle Fälle, die oben drauf kommen und dann vielleicht gut sind, sind einfach Boni, die wir einfahren. Somit erinnere ich euch noch geschwind, dass es heute wieder einen Livestream gibt und zwar ab 18 Uhr, meine Damen und Herren. Livestreams gibt es jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Da gibt es immer diese ominösen Giveaways, diese ganzen Skins, die immer rausgehen, gehen auf Twitch raus. Also einfach rankommen, Link steht in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Wir sehen uns dort. Vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann somit am Donnerstag wieder im nächsten Video. Macht es gut. Bis dann. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.